wieder zu lang beim Kacken gebraucht, oder was? Jüder Mann. So ja schon nicht, ne? Erstmal guten Morgen. Mein Name ist Dr. Angelo. Wie heißen Sie denn? Ich bin der Knittel. Knittel. Haben Sie denn sich jetzt schon einen Führerschein geholt? Das geht hier scheiße an. Ich stecke gerade in der Lage. Ja, sie stecken in der brenzligen Lage und sind frech zu dem Medic, der sie retten kann. Ja, ich probier's mal umzuschubsen. Ja. Au, rück! Ich bin zu schwach. Wenn ich mir ihre Oberarme so angucke, kann ich das ihnen sofort abnehmen. Ja, ich hab so Pommesärmchen wie sie, tut mir leid. Noch ein wenig, jetzt aber. Ruck. Oh Mensch, ey, haben sie ja Zement geladen in dem Auto? Nee. Mensch, ich sehe schon, Mensch, sie haben meinen Tipp ja mit dem Bauschaum begutachtet, Mensch, sieht gut aus. Ja, eben, ne? Ja, sieht gut aus. Ja. Na gut, warten Sie mal. Aber du hast nichts zur Sache, ich bin ja in einer anderen Lage gerade. Ja, das sehe ich. Ist es denn angenehm da drin? Haben Sie genug zu essen und zu trinken? Ich habe noch Red Bull, Essen, Profi nicht. Ja, das passt. Ah, doch einen Keks habe ich. Ja, von mir wahrscheinlich. Das sind aber die Alten, die müssen sie heute noch essen, ne? Ja, gut, der Herr. Also ich werde jetzt mal meinen Wagendreher 3000 holen. Und dann gibt es auch noch, wollen Sie da drin sitzen bleiben oder soll ich Sie erstmal befreien? Weiß nicht, was, also wenn ich jetzt hier gleich umgedreht werde, also das Auto umgedreht wird und ich mit umgedreht werde, dann haue ich mir wahrscheinlich noch einen Kopf irgendwo an. Und das ist richtig. Das ist das wertvollste Gut und das würde ich gerne schützen. Ja, das ist aber eh nicht so wichtig, ne? Also. Ja, genau. Na gut, also ich werde mal einen Nothammer holen, dann werde ich die Vorderscheibe hier einhauen. Die Scheibe kaputt, Mann. Können Sie nicht einfach oben die Tür aufmachen? Ich komme nur irgendwie nicht oben dran. Ja, warten Sie. Na guter Mann, ich muss doch da ein bisschen ran, damit ich hochkomme. Wie soll ich denn jetzt hier hochkommen? Ja, tun sie das, was sie können. Komme ich jetzt hier nicht hoch? Machen sie mir nichts kaputt. Ja, das ist bei dem Auto schon Hopfen und Malz verloren, also. Ja. Mann, so. Ja, guten Tag. Hallo. Ja, ich würde da weggehen. Sie können sich aber gerne in den RTW setzen. Das ist schön warm. Natürlich werde ich tun. Sind Sie verletzt, Herr? Ich weiß es nicht. Ich habe mir noch nicht darum gekümmert. Ja, ich fahre Sie mal ein Stück zurück. Aber nee, ich spüre zumindest nichts. So, Sie spüren zumindest nichts. Ja, das ist ja nicht gut, wenn Sie nichts spüren, der Herr. Ja, nein, also keine Schmerzen. Ach, Sie spüren keine Schmerzen. Ja gut, das müssen Sie mir sagen, aber Sie können mir mal Ihren Finger reichen. Dann kann ich da nämlich mal das EKG-Gerät anschließen, dann können wir mal die Vitalwerte überprüfen, wenn es für Sie okay ist. Bitte. Ja, wunderprächtig. So, der Puls, der sieht schon mal ganz gut aus. Mhm. Auch der Blutdruck sieht soweit ganz gut aus. Aber sonst Schmerzen irgendwie beim Laufen, Kopfschmerzen oder so haben Sie nicht. Nö, scheint nicht so. Was? Nee, haben sie nicht. Nee. Okay. Gut, dann werde ich aufstehen? Ja, sie können aufstehen. Ich werde mir jetzt mal hier den Wagendreher 3000 holen. Das ist lieb, soll ich ihnen helfen? Naja, ich weiß nicht, das ist immer ziemlich gefährlich, das Gerät. Ich schau ganz eifrig zu. Und ich schau ganz eifrig zu. Ja. Ich werde ihn dann im einen Rad befestigen. So. Ja. Ja, wunderbar. Jetzt müssen sie drehen, genau jetzt. So, nee. So, dann müssen wir noch die Windrichtung müssen wir noch aus. Na, okay, das sieht gut aus. Ja, Mensch. Ist ja wie neu. Ist denn Ihr Fahrzeug beschädigt? Nee, ich glaub nicht. Aber hat er noch genug Luft? Ich weiß nicht, wieso der. Ne? Ich weiß nicht. Ich überprüfe die mal, die Reifen. Ja. Hier aber nur 0,045 bar, das sieht ganz gut aus. Ich mach da nochmal bis 0,5 hoch. Mhm. Na, das muss ja. Das muss ja. So, der Reifen sieht schon mal gut aus. Gucken wir uns mal die zwei hinteren
Räder an und dann nochmal das Vorderrad. Okay. Ja, der hat hier aber auch 0,5. Das sieht gut aus. Gucken wir uns den Reifen noch an. Ne, die 0,5 Bar wissen Sie ja, damit hat der Lamborghini perfekten Grip. Ja, ich weiß, Ja? Ich bin jetzt da hinten im RTW gelegen, jetzt habe ich mich nur gefragt, wieso haben sie da Persil drin? Persil? Ja. Ja, damit mein Shirt immer schön weiß bleibt. Mhm. Wissen Sie? Okay. So wie ihr Lamborghini, obwohl der ist ja eher so gelblich. Na? Sie können auch noch dran rummeckern. Achtung, LKW. Stopp! Das hat platt gefahren werden müssen. Langsam außen rum. Da außen rum. Jetzt hier durch. Hier durch. Enna. Er versteht auch keinen Spaß. Wahrscheinlich. Aber sehr gut. Wir können das gerne machen, ja. Also ich meine, auf, ja, gut. What the fuck, Alter, was ist bei dir los? Spinnst du überhaupt? Ey, wie kannst du denn das Auto abschließen, Alter, wenn der Schlüssel am Zündschlüssel hängt? Ja, das ist, wenn du schneller als 16 km/h fährst, ist es, schließt es automatisch. Das so, ja, dann mach ich mal den Hebel wieder hoch hier an der Seite, ja, ne? So. Der Autoprobi hat gesprungen. Sagen Sie mal, junger Mann! Sind Sie denn des Wahnsinns? Bleibst du drin sitzen, warte. Ah! Nein! Gut, danke. Ja, viel Spaß. Stopp meine Reifen. Ja, nee, nee, nee. Der wird frisch nachgezogen. Willst du mich verarschen? Ey, du fliegst gleich wieder weg, Alter. Hör auf, Gas zu geben. Sag mal. Lass mich dein Auto hier kurz so. Mensch, vorne fehlt wieder 0,5 Bar, ey. Ja, richtig. Und die Scheibe könntest du da irgendwie... Ja, warte mal. Ja, ja, ich mach da. Ja. Mach da Baumharz drauf. Und so. Baumharz. Oh, da denkt es schon wieder am Baum. Really? Da hängt er schon wieder am Baum? Brauchen Sie Hilfe, der Herr? Unfassbar, Alter. Wie kriegst du das hin? Ich dreh mich um, Alter. Denkt. Arsch. Oh Mann, ey. Der wird schlimmer wie Ricky, Alter. Jetzt macht er mein Auto noch kaputt, Alter. Junge, das willst du nicht. Oh, wie ich das wollen würde. Lern fahren, du Arsch.